Ja, ich bin im Blick. Ungefragt, ob ich sauer bin, ja. In diesem Blick ist natürlich auch eine der größten Verleumdungs- und Verunglimpfungskampagnen, die es je gegeben hat in der Schweiz, losgetreten, verstärkt und brandbeschleunigend inszeniert worden, nämlich die Kampagne gegen die Ungeimpften auf der Grundlage von brandschwarzen Fake News, wie wir jetzt gelernt, wie wir erfahren haben, durch die Aussage von Janine Small vor dem EU-Parlament, dass eben der Impfstoff von Pfizer vor seiner Markteinführung nie getestet worden ist auf seine Fähigkeit, die Weiterverbreitung des Virus zu verhindern. Das heißt, auch als Geimpfter war man immer noch ansteckend, aber unsere Politik, unsere Medien, auch viele Mediziner und Leute, die es besser hätten wissen müssen, die haben gesagt, mit der Impfung seid ihr sicher, 100% effektiven Schutz. Mit dem Impfzertifikat hat man festgelegt, dass man nicht mehr ansteckend ist. Und auf der anderen Seite hat man mit einem Vokabular, das nun also wirklich sich an keine Grenzen der Zurückhaltung mehr gebunden fühlte, hat man die Ungeimpften an den Pranger gestellt, als, ich betone das, ich wiederhole das, als eine Art menschliche, wandelnde Massenvernichtungswaffe. Und man hat sie auch beraubt ihrer bürgerlichen Freiheit, man hat sie ausgeschlossen. Den meisten ist nicht annähernd bewusst, was das bedeutet. Diese Aussage lässt sie mal nochmal genau durch. Die Corona-Geschichte, die muss neu geschrieben, die muss aufgearbeitet werden, aber die Medien sind offensichtlich nicht bereit. Die führenden Corona-Verketzerungs- und Diskriminierungsmedien sind nicht bereit, diese Aufarbeitung zu machen. Und ich höre jetzt aus meinem Bekanntenkreis auch von Journalisten, die das tun, auf dem Internet, die hier Fakten zusammentragen, die hier auch dieses ganze Lügengebilde, dieses Gespinst an Irreführungen, Manipulationen und Machtmissbrauch, die das Ganze zerlegen wollen, auseinandernehmen wollen, nach allen Regeln der journalistischen Recherche, dass diese Leute jetzt zensuriert werden, dass auf YouTube, LinkedIn und anderen Kanälen ihre Beiträge gesperrt und gestrichen werden. Also Geimpfte und Ungeimpfte sind immer gleich ansteckend gewesen. Warum das Zertifikat? Für was? Denn wir haben es mit einer Impfung zu tun, und das habe ich ja damals schon in die Runde geworfen, voller Fragezeichen. Wir haben es hier mit einer Impfung zu tun, die der eigentlichen Begriffsdefinition einer Impfung gar nicht gerecht wird. Denn wenn Sie sich gegen Polio impfen lassen oder gegen eine andere Krankheit, dann heißt es, Sie sind geimpft, Sie können sich nicht anstecken. Oder nehmen Sie eine Tropenkrankheit, wenn Sie irgendwo hinfliegen, wo man sich entsprechend impfen muss, dann sagt man Ihnen, wenn Sie sich da impfen, dann sind Sie geschützt vor einer Ansteckung, dann haben Sie da einen Festungswall, einen unüberwindbaren. Und bei den Impfungen Covid hat man gesagt, wenn du geimpft bist, bist du auch nicht ansteckend. Ja, wenn du doch noch ansteckend bist, warum hat man dann die Ungeimpften nicht mehr in die Restaurants gelassen, in die Kinos, warum hat man sie vom Leben ausgeschlossen, wo doch die Geimpften genauso ansteckend sind wie die Ungeimpften. Ja, der Witz ist, wir Schwurbler haben es schon immer gesagt, gewusst, die angeblichen Antifaschisten vermummt mit Zwangsimpfen hier, die angebliche Freiheit. Ich durfte im Winter nicht einmal als gelernter Servicefachangestellter einen Kaffee trinken.